Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Diesmal wollen wir uns hier Wondershot angucken. Ich nehme diesmal in der bestmöglichen Qualität auf, die mir möglich ist, bei Haupt Capture mit 14,00 Mbits. Weil ich habe ja jetzt eine bessere Leitung, jetzt kann ich auch größere Videos hochladen. Also wie das aussieht, geht die MB-Zahl ja ganz schön nach oben. Mal gucken, wie lange das dauert und das Bearbeiten dauert. Aber ich kann jetzt endlich und dann machen wir das natürlich auch. Ich bin mal gespannt. Ich mag ja diese kleinen Spielchen. Okay. Jetzt war das eine Rolle, okay. Ach, war doch knapp. Ist doch nicht. Ah, reicht. Okay. Ah, ein Bogen. Hier war. Ach du Scheiße. Ah. Nur. Macht sich besser mit den... Thank you.
man erstmal. Muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. So, warte mal hier. Heilige Scheiße. Ups. Okay. Shield. Shield. Super shot. Super shot. Super shot. Super speed. Phantom. Slow motion. Thank you.
jetzt habe ich die Waffen also kennengelernt. Was haben wir denn jetzt hier noch? Battle, Adventure, Extras, Optionen. Gucken wir mal. Ach, dann machen wir das. Heller und dunkler. Okay. Qualität. Wasser. Definitiv mal runter. Ich bin nämlich gerade ein bisschen auf Puffer. Language, Englisch oder Französisch, das war Englisch. Extras, Tutorial habe ich gemacht und Credits, Adventure, Battle. Joa, haben wir hier schon mal den ersten gemacht. Nehmen wir als erstes, nehmen wir um Battle. Oh, da haben wir aber viel. Ersten, ne? Team No. Team Yes. No Rules. Kann man aber viel einstellen. Mal gucken. Ich habe jetzt Let's Fight gemacht. Das ist jetzt für... Ah, okay. Gut. Das ist jetzt für einen Zwei-Player, also Mehr-Player. Kann man dann halt mit mehreren Controllern dran spielen. Das ist schon mal toll. Aber wir machen mal Team, machen wir mal No. Und gucken uns die Sache jetzt mal an, wenn wir alleine spielen. Also hier können wir auch exit. So sieht es aus, wenn man nicht im Team spielt. Ist man abgetrennt. So, und wir gehen jetzt einfach mal auf Adventure Challenge. Endlos. Wir nehmen auf Challenge. Und dann kann man hier dann nach und nach was freischalten, wie ihr seht. Gucken wir uns mal das erste an. Ah, und das ist abgeschlossen. Okay. Aber natürlich das... Nehmen wir das erste gleich mal. Ich mag diese kleinen Spiele ja. Die sind für den Abend, wenn man einfach mal ein bisschen dabbeln will, sind die immer sehr schön. Okay. Let's fight! Let's fight. Okay. Achso, ich bin angekettet. Achso. Ich würde gerne abbrechen. Ouch! Oh no! Okay. Oh, let's fight again. Och Mensch. Oh no. Oh, da war ich echt zu langsam. Oh, let's fight again. Oh. Oh.
ne. Oh, 9 haben noch gefehlt, ey. Da lose ich hier jämmerlich ab. Okay. Dann hier mit Bumerang. Achso, das sind die verschiedenen Waffen. Okay. Okay, gucken wir mal uns an, was wir mit dem Bumerang machen müssen. Werd doch nur einen Part von 20, 25 Minuten machen. Let's fight! Okay. Ist doch nicht die Möglichkeit. So, ich hab keinen Bumerang. Destroy success! Victory! Hab ich gerade geschafft. Okay, 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 okay. Also muss ich nur noch mit dem Flitzebogen irgendwie schneller werden. Ach, der geht automatisch, okay? Ist doch nicht die Möglichkeit. Thank you.
Destroy Success. Victory. Jetzt kommt Hammer, glaube ich. Let's fight. Oh, Verlust. Wow. Oh, no. Alter Scheiter. Sowas von abgelost. Aber ja, ich habe zwei halt geschafft und die anderen beiden kriege ich ohnehin. Schalte ich die Levels frei. Okay. Endlos kann ich hoch und das heißt dann die Schlacht endlos. Okay. Gut. So. Dann würde ich auch mal meine Meinung dazu sagen. Wollen, tun, können. Also wie gesagt, ich mag ja so eine kleinen Spielchen. Der eine oder andere mag sie halt nicht, aber ich mag sie halt. Für abends oder... Das ist halt auch ein bisschen was zum Nachdenken. Da könnte ich das dann auch mit meiner Tochter spielen. Da fließt kein Blut. Da weiß ich, das ist familienfreundliche Unterhaltung. Das mag ich. Das finde ich toll. Also von mir auf jeden Fall, ja, gefällt mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Dauer was sein wird. Das kann man halt immer erst im Nachhinein feststellen. Aber so vom ersten Spielen finde ich sehr angenehm. Die Steuerung ist ein bisschen weich an der Stelle. Also da muss ich mal gucken, ob ich mir die Steuerung vielleicht noch ein bisschen härter machen kann. Nee, nur Display und so. Weil, wenn man schräg hoch treffen will oder so, das ist dann ein bisschen hakelig, aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung wird auch das möglich sein. Also, ja, also ein schönes kleines Spiel. Gibt's im PlayStation Store. Ich weiß jetzt den Preis jetzt aus dem Kopf jetzt leider nicht so genau. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen oben da. Ich verabschiede mich hier erstmal. Wenn ihr das Spiel auch habt, gibt ja Shareplay. Ich habe ja vernünftige Leitung jetzt. Könnte man das auch gerne mal zusammenspielen. Habe ich kein Problem damit. Oder Quatsch, bei Shareplay braucht ihr das Spiel gar nicht. Da kann ich euch einladen und dann können wir so mal spielen. Das ist dann, wer denn mal was für Odin zockt, mit Abonnenten werdet was. Oder für einen Livestream vielleicht. Bis dahin möchte ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.